Ja, herzlich willkommen hier in Schwandorf aus dem Horsch Live Studio. Ja, für alle, die neu dabei sind, wir befinden uns mitten in Horsch Live, unserem digitalen Veranstaltungsformat, wo wir verschiedenste Themen bearbeiten, von der Vermarktung über Technik natürlich bis zum Acker- und Pflanzenbau. Wir haben alle Beiträge aufgezeichnet, das heißt, wenn Sie jetzt erst dazugestoßen sind, vorher keine Zeit hatten oder auch für zukünftige Beiträge vielleicht nicht zur Verfügung stehen, Sie können das alles im Nachgang anschauen. Wir werden die Beiträge auf YouTube zur Verfügung stellen, um da im Prinzip den möglichst hohen Informationsgehalt für Sie bereitzustellen. Ja, unser nächstes Thema ist ein Praktikerbericht aus Deutschland und zwar geht es um das Thema Bandspritzen. Wir haben ja vorhin schon gehört in dem Vortrag von Bernhard Bauer, dass im Bandspritzen ein gewisses Potenzial liegt, um Wirkstoffe zu reduzieren. Das heißt, Wirkstoffe dahin zu bekommen, auf die Reihe drauf, zum Beispiel Zuckerrübe oder Mais oder Kartoffeln, wo ich im Prinzip mit der mechanischen Pflegemaßnahme schlecht hinkomme und den reinen Zwischenbereich dann mit einer mechanischen Maßnahme sauber mache. Unser Kunde Manfred Haberl aus dem Niederbayerischen macht es seit insgesamt 4 Jahren und hat da sehr, sehr positive Erfahrungen gesammelt. Deswegen haben wir uns letzte Woche dorthin begeben und ein Interview mit ihm durchgeführt. Das Interview hat mein Kollege Jens Fee geführt und ich freue mich jetzt hier auf den interessanten Beitrag. Ja, herzlich willkommen zu Horsch Live. Wir sind heute hier im niederbayerischen Alterhofen bei Landwirt Manfred Haberl, der seit einigen Jahren mit einer Horschspritze Bandspritzen in der Rübe betreibt. Und deshalb stehen wir jetzt auch hier auf dem Acker vor der Rübenmiete. Und ja, Herr Haberl, können Sie uns da mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, das ist gut. Ja, schon. Bei uns ist das Bandspritzen eigentlich schon traditionell. Also in die früheren Jahre haben wir auch ganz klassisch also Rüben gehackt, 12-reihig, ganz früher 6-reihig, aber dann 12-reihig und Band gespritzt mit einem separaten Gerät, also mit einer 12-reihigen Bandspritze. Wir haben das nie kombiniert gehabt, weil es einfach ackerbaulich besser ist, jedes Verfahren zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Hacker soll es trocken sein, ist am besten um 2 Uhr nachmittags. Und Bandspritzen haben die besseren Bedingungen um 5 Uhr morgens oder um 9 Uhr abends. Das heißt, es lag irgendwo nahe, als Sie sich um eine neue Anhängespritze Gedanken gemacht haben, mit dieser auch Bandspritzen zu betreiben, oder? Ja, genau. Bei uns ist es so gewesen, es ist dann eher das Bandspritzen rückläufig gewesen, weil es einfach wegen der Schlagkraft, das 12-reihige, man hat so viele Fahrspuren gemacht, weil man einfach so oft durchgefahren ist und das wollte man halt vermeiden und dann ist man halt eigentlich eher vom Bandspritzen weggekommen und hat normal flächig gespritzt. Aber durch unseren Kartoffelanbau war es oft so, dass man halt die Kartoffel zur Bekämpfung am besten ist, dass man es hackt. Dann habe ich flächig gespritzt gehabt und habe aber trotzdem einen Hackdurch oder sogar vielleicht einmal 2 Hackdurchgänge gemacht. Und dann haben wir eben auf die Idee gekommen, es muss irgendwie das Spritzen irgendwie ja, praktikabler oder halt schlagkräftiger werden. Und dann haben wir auf die Idee gekommen, dass wir einfach mit der normalen Spritze Bandspritzen. Das heißt, Sie setzen jetzt hier die LebGS, die Sie haben, als Spritze ein, auch für das Bandspritzen. Hat die dafür eine spezielle Ausstattung bekommen? Weil wenn ich das so raushöre, haben Sie sich schon länger mit dem Gedanken getragen, auch vor der Anschaffung dieser neuen Spritze. Ja, das schon. Also von der Ausstattung her ist eigentlich nur spezielle Ausstattung an die Düsen. Ich habe halt, weil ich wollte einfach die Düsentechnik, dass ich alle 25 cm einen Düsenstock habe, dass ich einfach näher einen geringeren Zielflächenabstand habe. Das wollte ich sowieso kaufen. Und dann haben wir ausprobiert, welche Düse das da möglich wäre, dass man eben nur das Band trifft. Welche Düsenstockaufteilung hat denn die GS? Also 2-2er. Düsenaufteilung. 2-2 heißt alle 25 cm ein Doppeldüsenstock. Genau. Das heißt, Sie haben immer Düsen für eine Flächenspritzung mit an Bord. Und wenn Rübensaison ist, auch auf einer Nebendüse, eine Bandspritzdüse mit genau. 30 Grad. Sagten Sie, haben Sie die besten Erfahrungen gemacht. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ja, die 30 Grad ist, also Hauptvoraussetzung ist eine optimale Gestängeführung, dass man immer einen guten Abstand zum Bestand hält.
um das Rechteck, die Bandverteilung nicht zu gefährden? Genau, okay. Genau. Und da habe ich eben festgestellt, dass eben bei 30 Grad, da kann ich so 30 cm Abstand vom Boden, wenn ich wegbleibe, habe ich eben ein 18 cm breites Band. Und auch wenn es eben ist, aber es ist immer, dass das Gestänge, auch wenn sie sich exakt hält, minimal nach oben oder unten einmal geht. Und da ist einfach bei 30 Grad variiert dann das Band nicht so stark. Bei einer 40 Grad Düse habe ich festgestellt, wenn es minimalst anhebt, wird das Band so breit, dass dann wieder die Konzentration eigentlich in dem Bereich, wo ich nicht hacke, zu gering wird. Deshalb habe ich mich eigentlich für die 30 Grad Düse entschieden und bin auch eben jetzt die ganzen Jahre sehr zufrieden damit. Die ganzen Jahre sprechen Sie an. Wie lange betreiben Sie dieses System jetzt so? 4 Jahre mache ich das jetzt nach dem System, genau. Die 4. Saison, Bandspritzen, dann kann man sicherlich auch mal Resümee ziehen. Was waren denn in der Anfangszeit so die Hauptherausforderungen? Die Hauptherausderung, das ist von Anfang an, ist auch nach wie vor noch so, ist einfach, dass ich beim Rübensäen schon daran denken muss, dass ich Bandspritzen möchte. Ich brauche das richtige RTK-System. Also ohne RTK wird das sowieso nicht funktionieren. Und das war am Anfang, dass man halt das ja, richtig herausfindet, dass einfach, dass ich auch die Fahrgassen richtig anlege, dass ich nicht einfach, dass ich die Gestänge ja dann auf jede Reihe auch richtig treffen kann. Und das muss man sie schon ausdüfteln, sagen wir mal, auf Bayerisch. Heißt aber, dass Bandspritzen für Sie kein Knopfdruck im Terminal ist, sondern Bandspritzen ist für Sie eine Ackerbaustrategie. Kann man das so stehen lassen? Ja, finde ich schon. Also es ist, man muss, ja, man kann jetzt, ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, ja, ich kaufe mir jetzt die Ausstattung, irgendeine Ausstattung und jetzt mache ich Bandspritzen, sondern da muss ich eben vom Rübensehen her von Anfang an ja, drüber nachdenken, wie ich das mache. Genau, und das ist einfach eine ackerbauliche Strategie und nicht einfach nur Ausstattung an der Spritze, sage ich mal. Mhm. Genau. Ausstattung an der Spritze ist jetzt hier wieder ein interessantes Stichwort. Wir haben letztes Jahr in unserem Horsch Live Lenkung an einer Spritze vorgestellt, mit der Kamera aus der Hacktechnik, um die Bandspritzung zu optimieren. Jetzt haben Sie das an Ihrer Spritze noch nicht dran. Würde das eine Rolle spielen oder können Sie uns kurz erläutern, wie Sie das denn anwenden? Ich denke, dass das wäre ein Komfortgewinn für mich, sage ich mal, bei der Anwendung, auf alle Fälle. Ich mache es eigentlich ganz, ganz einfach. Es geht auch darum, also der Bulldog, der Schlepper, fährt mit RTK in der Fahrspur. Also um den Schlepper muss ich mich nicht kümmern. Und ich habe mir am Gestänge Markierungen gemacht, dass ich, auch wenn ich den Spritzkegel nicht sehen sollte, dass ich exakt weiß, wo dann die Düse ist und das ein wenig verlängert und das muss auf der Reihe laufen und das kontrolliere ich praktisch von der Kabine aus, einfach durch Nachschauen. Und das war schon ein Komfortgewinn, wenn sich die Spritze sicher da hinlenken würde, weil es ist einfach, auch wenn es eine gerade Spur ist, es ist einfach einmal, dass aufgrund von Nässe oder was auf irgendeiner Seite die Fahrgasse ein wenig niedriger wird, dann verändert sich ja der Winkel, dann geht das Gestänge und da muss ich dann einfach mit der Lenkung nachkorrigieren. Und das mache aber ich händisch. Und so würde das ja automatisch funktionieren. Jetzt haben wir an Voraussetzungen gehört. Ich muss Bandspritzen wollen, ich muss beim Sehen damit anfangen, ich brauche RTK, ich brauche eine 25er Düsenteilung. Und hier eben ist die 50er Rübenreihe dabei. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die ich beachten muss? Jetzt stehen wir hier auf dem Feld, wo es relativ eben ist. Wie verhält sich das denn in einem Hang? Am Hang funktioniert es genauso. Also ich habe auch Flächen mit Hang. Da ist halt, man muss halt auch zum Beispiel beim Säen darauf achten, weil er meistens ja gesät wird am Schlepper und dass halt die Unterlenker festgestellt haben, da wirklich fest, dass eben auch wenn irgendein Seitenhang ist, dass das auch funktioniert. Da habe ich auch festgestellt, da muss auch das richtige Lenksystem, also ich bin mit meinem Lenksystem sehr zufrieden, weil das eben wirklich auch am Hang funktioniert.
Was man halt am Hang noch sagen muss, gibt es halt noch dann andere Probleme, wo sie auftun können. Aber das ist eher, also nicht vom Bandspritzen, sondern eher wegen dem Hacken. Weil, also bei meinen Flächen ist es halt so, an den Hangflächen wird auf alle Fälle ein Mulchsaat gemacht. Und da ist es halt dann ein wenig schwieriger, wenn das Mulchmaterial da liegt, dass ich halt dann Probleme beim Hacken haben kann, wenn es zum Beispiel zu trocken ist, dass ich einfach Beschädigungen oder halt Rübenverluste habe. Dass einfach die jungen Pflanzen, dass ich die umschiebe oder jetzt schobt sie einmal schneller was. Und das ist schon mal öfters auch schon vorgekommen, dass man gesagt hat, ja, ich kann jetzt die Rüben nicht hacken. Aber da bin ich eben flexibel mit dem System. Dann muss ich einfach flächig spritzen. Und wenn es dann beim zweiten Mal hacken geht, dann kann ich wieder auf das Bandsystem umstellen. Genau. Jetzt habe ich gehört, dass Sie das seit 4 Jahren so machen. Sie klingen sehr zufrieden und überzeugt. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, haben Sie schon Nachahmer hier in der Region dazu gefunden? Wie wird das ganze Thema von Berufskollegen gesehen? Bandspritze, Hacke, hatten Sie einleitend gesagt, ist ja nichts ganz Neues. Wie wird das betrachtet im Moment? Wie sind Ihre Erfahrungen dazu? Also es gibt bei uns in der Gegend noch Betriebe, die wo das auch noch nach, mit dem System mit der Bandspritze machen, mit der 12-reigen Bandspritze. In unserer Ortschaft gibt es auch einen jüngeren Landwirt, der sich bei mir auch erkundigt hat und jetzt eine neue Spritze gekauft hat und eben auch das System anwenden möchte. Weil man einfach, der hat es auch gesehen, man, mit dem System kann man einfach Pflanzenschutzmittel einsparen, wo es auch eben bedeutet Kosten einsparen. Und wenn ich Sie so reden höre, ist das eine Kosteneinsparung, aber nur ein relativ geringer Arbeitsaufwand, oder? Weil ich höre da so raus, das sind so alltägliche Dinge, wenn man die ein bisschen beachtet, dann lässt sich das gut umsetzen. Ist dem so? Ja, finde ich auch. Okay. Und ich finde halt, das ist eigentlich eine einfache Möglichkeit, dass man, das wo in der heutigen Zeit ja wichtig ist, dass man einfach auch Pflanzenschutzmittel einsparen kann. Man muss aber auch sagen, es hat auch noch andere Effekte, wie zum Beispiel das Hacken selber ist einfach für die Jugendentwicklung für Rübe einfach ja, unschlagbar, sage ich mal. Wir haben im heurigen Jahr auch einen Versuch gemacht und da haben wir in der Nullparzelle haben wir praktisch überhaupt keine Behandlung gemacht, gar keine Herbizidbehandlung und auch nicht gehackt. Und die Rüben waren in der Jugendentwicklung einfach schlechter. Und das, viele sagen da, ja, es ist, die Rübe ist schlechter wegen Herbizidstress, dass die Jugendentwicklung, dass da gebremst wird, ist natürlich so. Aber einfach durch das Hacken kann ich die Rübe dann so wieder fördern, dass einfach eine bessere Jugendentwicklung hat. Das heißt, wenn wir das Ganze zusammenfassen dürfen, Sie machen das jetzt seit einiger Zeit, Sie sind soweit zufrieden, Sie sagen, es fängt im Kopf an, das Bandspritzen. Die Technik muss gut sein mit der Gestängeführung, damit die Verteilung auch in dem Band passt. RTK ist ein Muss, eine 25er Düsenteilung ist ein Muss. Und wenn es technische Helferlein gäbe für die Zukunft, die einem die Arbeit erleichtern, dann ist das schön und denkbar. Jedoch sind Sie eben der lebende Praktikerbeweis, dass, wenn man das will, es auch heute schon geht und die Erträge danken es Ihnen, oder? Genau. Ja, dann an der Stelle vielen Dank, Herr Haberl. Wenn es Fragen gibt zu dem spannenden Beitrag, dann schreibt sie uns gerne in den Chat, kommt gerne auf uns zu. Wir beantworten sie gerne. Vielen Dank.